So, sehr professionell sitzen wir jetzt schön mit den kabelgebundenen Kopfhörern, weil meine anderen einfach den Akku und den Geist aufgegeben haben und ich gerade keinen anderen Kopfhörer hier habe. Wir schauen uns jetzt wieder ein Feuer- und Flamme-Video an. Wir sitzen hier immer noch in Einsatzklamotten, weil hier ist es immer noch arschkalt. Verkehrsunfall, Straßenbahn erwischt Auto. Boah, das heißt, dann ist ja das Auto dann mal weniger, aber darf halt auch nicht auf der Schiene stehen. Ne? Ich bin gespannt. Straßenbahn Auto. Wie viele Verletzte da auch mit dabei sind, weil ich kann mir vorstellen, auch meistens in so Bussen oder so, da gibt es dann doch relativ viele alte Personen oder so, die dann sagen, oh, ich habe hier was am Nacken oder ich Na, bin irgendwo aber auch gegen. nicht, auch Ja, nur, auch junge Leute, aber auch hin und wieder häufiger, sind das na natürlich dann, ältere ja, dann. auch nicht nur mit dem Nacken, aber auch so psychisch mäßig. Ja, okay, Allein wenn ich das hier sowieso, den aber. Unfall erlebt, das ist ja psychisch für mich völlig, Ja, so für sowas Leute, könnte die halt das auch passieren. wirklich nicht wirklich auf der Uhr haben, kann ich das irgendwie nachvollziehen, aber jetzt bei uns oder im Ja, Unfall, für klar, uns wenn wir ist das selber halt, betroffen ja. sind, Ja, okay, das ist halt immer so ein richtig Schock. krass. Aber wenn ich halt irgendwie dabei bin, dann ist halt so, Gibt's hier rufst halt Hut? mal Uwe aus der Leitstelle an und der soll dir mal Halt! was schicken, gell? Ja. Ja, wie schauen Sie an? Notruf, Feuerwehr, Rettungsdienst Bochum, wo ist der Notfall? Das finde ich cool, dass du das direkt noch den Notruf mit Jetzt kommt ab. meine Köstropfer Lieblingsstelle, Straße das ist so 207 in geil, das Bochum. Ding. Das ist ein schwerer Hat der Verkehrsunfall. Gong? Ich kann jetzt nicht genau sehen, wie viele Verletzte sind. Satisfying. Kastrupper Straße 207, Krass, ja? meine Freude war Genau, nicht mit einer ausgegangen. Straßenbahn. Du machst einfach nur den Gong an. Nein, ich Dämmen, mache mir halt ein Video an. dämmen, das Elend fährt jetzt raus und dann kommst du aus dem Badezimmer raus, bist Das so, du nein, das hört sich jetzt ein bisschen doof an, aber ich finde das wirklich richtig cool. Ja, ich Oh. kann ja Ich finde das nachvollziehen, dass es super irgendwie. cool, auch sehr satisfying, wenn die dann so sagen, ja, HLF2, Wache 3, Brand 5 oder so. Ich Okay. finde das richtig cool. Kannst du auch eine bei Zusatzalarmierung oder so, wenn du es auf dem Handy hast, kannst du auch so vorlesen lassen, ein solches Stichwort. Weiß nicht, ob das zu so cool ist, wenn dann alle im Raum wissen, oh ja, Digga, ich fahre jetzt hier zu VU oder ETH mit Ja, sechs Verletzten oder was. mit eigenen Dingen Ein Auto. Straßenbahn, ein Auto oder Schiffe? Ja, genau, die hat die voll mitgenommen von der Seite wohl irgendwie. Ja, ist da jemand eingeklemmt? Sehen Sie das? Ich kann da nicht sehen, also die Tür ist alles sehr eingeklemmt. Okay. Die Bahn, war die auch voll besetzt? Ja. Okay, wir kommen sofort dahin, ja? Alles klar, Digga, voll tschüss. besetzt und auch unklar, ob da jemand drin klemmt. Da schicke ich doch jetzt erstmal Äußerst ein bisschen schwierig. was hin. TH2. Erstmal hier die Depesche, das Einsatzfax. Ja, Gib ihm. normal. Bei Wache 2 ELW CHLF DLK LF Alter, RTW. fallen. Wir fahren schon mal Oder? Wir fahren hinterm Hagel, das wäre. Egal. 7 Uhr ist jetzt auch vor allen Dingen eine Ist Zeit. das nicht Hochspannungsleitung? Ist Nein, da das hat da irgendwas? nichts damit zu tun. Und Also, wenn die Bahn irgendwo gegenfährt, vielleicht. wenn denn nur, könnte ich mir das vorstellen, wenn die Polizei Fotos mache. Aber sonst Ach macht das so. keinen Sinn für mich. Also, vielleicht ist hier in der AOO, wenn der Löschzug rausfährt, Ach Abfahrt, so, dann kommt die dann. noch mit zu. Das könnte ich Aber machen, ne? normalerweise eigentlich. Für Schüler, ne, in der Woche. Boah, wenn auch so ganz viele Schulklassen dabei sind, ist auch Auch scheiße. schwierig. Leute, die zur Arbeit fahren, da kann man schon eher damit rechnen, dass eine Bahn, die stadteinwärts unterwegs ist, schon voller besetzt ist, ja. Die Digga, Helme die waren zum Helme sind Straßen. auch Genau, bei den genau die Helme waren. gekratzt. Schon immer speziell sein und ja, also da Haben die vorne noch so ein integriertes Licht? Nee, Ja, ne? nein, haben wir nicht. Da kann ich mich jetzt an den Fall Das erinnern. ist ja Da Bochum. ist ein Kind, Stimmt, das ist Schubert ein gewesen. 11-jähriger Junge, ist von der Straßenbahn überrollt worden. Digga, das ist Kacke. Kinder sind mal Jetzt doof. war ich aber primär an dem Einsatz gar nicht so beteiligt. Ich habe die Schicht später Dienst gehabt, das war früh morgens. Ich musste aber mit der Drehleiter dahin, damit die Polizei von oben Fotos machen Ja, da kann. hat er so recht. Ui. Und wenn man weiß, was da passiert ist, auch was die Kollegen gesehen haben und so die ganzen Begleitumstände dann weiß, dann macht einen das schon nachdenklich. Vor allem, die können halt meistens auch gar nichts dafür. Also das Also ist. unachtsam und so, ja, aber das ist dann so. Also mit Kindern, also mit Kindern, ich hatte noch keinen Einsatz mit Kindern, aber das stelle ich mir richtig schlimm vor. Also mit Kindern. Also Kinder. Vor allem, wenn du dann halt auch Leute in Einsatzstelle hast, die halt selber Kinder haben, die Ja, so im das ist Alter halt, sind. Und oh, dann ist halt auch Alter, das ist so. halt richtig schlimm. Das ist ein bisschen doof. Da wurde sich morgens halt gestritten, weil der Junge getrödelt hat und der Vater hat gesagt, er fährt ihn nicht zur Schule. Und dann. Junge, dann hat der Vater ja für immer. Zumindest Schuldgefühl, dass man da keine Schuld Ist halt zur Oh, Straßenbahn gelaufen, hat die einfach eine Straßenbahn nicht gesehen und ist dann an einem Digga. Unfall dort verstorben. Aber Ja.
Ich will mir auch nicht vorstellen, was der Vater sich gedacht hat in dem Moment, ne? Also das einzig Gute wäre halt noch, wenn der mit schlimmen Verletzungen da durchgekommen wäre, aber der kann verrecken, das ist ja das Ende. Es wäre nichts, was ich nicht auch so gemacht hätte, stand heute, ne? Wenn meine Kinder trödeln und ich sage, Mensch, seh zu, und dann kommst du zu spät, ne? Dann kommt er halt nicht wieder. Vor allem, bis der dann mitgeteilt bekommen hat, dass das Kind erwischt hat, da ist er voll scheiße. Und das ist auch, ne? Die haben ja einmal Handschuhe, zieht ihr auch mal bei TH an? Ja, immer. Ich hab mal einmal so einen Kassel gehabt. Muss ich also den Nacken stützen, und dann ist halt schon direkt runtergelaufen. Ich finde das schon ein bisschen eklig. Wir haben auch welche, ne? Auch die, klar, die Fast Respond und so, halt immer zwei dann drüber, damit du dann im Zweifel die anderen wegnehmen kannst, wenn du dann hier, ne, so einen Bloodsweep oder so einen Bombs machst, dass du dann da drunter weg hast. Auch gut. Aber zwei Stück finde ich dann immer ein bisschen stressig, aber einen auf jeden Fall. Weil was ich seitdem tatsächlich privat versuche zu vermeiden, ne? Dass man im Streit irgendwie jemanden verlässt oder auseinandergeht, sich verabschiedet oder auch einschläft. Ne? Im Streit schläft man nicht ein. Guck mal, dass wir hier vorne stehen. Da stehst du schon. Ja, ich finde die Strukturierung. Also manchmal ist A-Dienst quasi so die. Na, C, also in dem Fall ist es der. Es ist der Ehe wie vom Löschzug. Hm? Das ist. Der C-Dienst. B-Dienst müsste dann übergeordnet nochmal sein. Ich weiß nicht, ob es A-Dienst überhaupt gibt. Können ja vielleicht die Leute, die hier. Können die Leute in den Kommentaren. Können sie ganz bestimmt immer besser, egal was man sagt, sie können es sowieso besser. Also gerne erleuchten, wie da die Struktur ist. Ja. Polizei 13. Geh mal gucken. Das Ding ist jetzt zugeballert. Ist da noch jemand drin? Nee, die Person ist schon im Rettungswagen. Ach so. Also ich habe in den PKW reingeschaut, habe erstmal viele Kindersitze gesehen, auf jedem Platz war einer. Da macht man sich natürlich erstmal Sorgen. Und will. Vor allem auch die Airbags mit diesem, das war hier so ein dicker, integrierter Schal. Nee, die Person. Da wäre auch richtig scheiße, wenn dann dieser Seiten-Airbag. Weiß nicht, ob man die Seitendinger überhaupt deaktivieren kann. Nicht, kann man. Das ist schon im Rettungswagen. Ach so. Also ich habe in den PKW reingeschaut, habe erstmal viele Kindersitze gesehen, auf jedem Platz war einer. Da macht man sich natürlich erstmal Sorgen und will wissen, wo sind die ganzen Leute aus dem PKW hin und wie viele Leute sind da wirklich drinne gewesen. Boah, die Seite. Was mit den Kindern? Da waren keine Kinder drin, da war nur das ist gut. Der Mann drin. Imagine, der wäre mit all seinen Kindern drin. Was ist mit den Fahrgästen? Da sind alle Fahrgäste? Von den Fahrgästen nix, da ist nur der PKW-Fahrer, der unter Schock steht. Einmal kurz Brandschutz, ein Pulverlöscher, reicht mir. Ich kann sagen, du musst einfach nur Löcher hinstellen, damit. Pulverlöscher reicht mir. Naja, du musst dann, ne, mit verschiedenen Löschmitteln und einer rein. Zwei verschiedene, wenn mindestens. Also, sonst wir kannst du halt noch Wasser, aber du musst schnell einen Griff. Schnell Griff. Und schnell eine Pulverlöscher. Ja. Batterie klemmen wir ab. Okay. Wasserleine? Ja. Da sind Kindersitze, keine Kinder drin? Nein, ich war da alleine drin. Alles klar. Hier verfolgt. Was ist da für ein Logistikfahrzeug? Logistikfahrzeug? Da rechts. Stock steht. Einmal kurz Brandschutz. Ein Pulverlöscher. Reicht mir. Ja. Batterie klemmen wir ab. Okay. Da vorne rechts hier. Wasser. Da. Hat er Blaulicht. Leine? Ja. Ja. Da sind Kindersitze, keine Kinder drin. Nein, ich war. TH oder was? Die Logistik mit TH bestattet? War da alleine drin. Alles klar. Die Verformung am PKW war schon sehr massiv. Also wenn da Leute dabei sitzen, ne? Richtig geil. Guck mal, er ist ja auch Fahrer, ist ganz eine andere Seite und Gott sei Dank. Tief an der Seite, das war schon nicht ohne. Und hätten da Kinder gesessen auf den. Kinder sitzen im PKW, dann wäre das, glaube ich, auch nicht gut ausgegangen. Also ja, das wäre gar nicht gut. Schön hier reingeklatscht oder so. Hatte ich ja, glaube ich, erzählt, auch zumindest hier der eine Einsatz, wo wir 9 Verletzte hatten und auch, ne, so Teile rumlagen, so Gliedmaßen. Da war auch so ein Kind dabei mit so Wirbelschäden, also wurde erst reanimiert
Das mit den Würmern, das haben wir gar nicht mitbekommen. Und dann im Krankenhaus ist es dann verstorben an den Wirbel, also den Frakturen, ne, am Wirbelbrüchen auch gehabt. Mit 3 oder 4 oder so. Das ist schon scheiße. Und die Eltern haben es dann aber geschafft. Also waren sogar Ausländer, die hier in Deutschland Urlaub gemacht haben. Boah, und dann halt doof überholt auf der Bundesstraße und dann voll gegen ein anderes Auto. Waren ja 3 Autos im Vollbrand. 3 Autos im Vollbrand? Das eine war ein Hybrid und wir waren auf der Bundesstraße und wir hatten nur einen LF da und unser Gruppenführer war so ein Stellvertreter. Es ging quasi eigentlich erstmal nicht mehr. Also, nee, echt Glück. Alles blöd zusammengekommen. Und vor allem 9 Verletzte, ich glaube. Ja. 9 Verletzte bei 3 Autos? Ja, es waren ja voll besetzt, die ganzen Bombs. Und lagen halt auch Leute nicht mehr im Auto. Scheiße. Bei dir ist alles gut soweit, ne? Du brauchst keine Hilfe. Nein. Alles gut. Die meisten Unfälle mit Straßenbahn passieren bei Abbiegevorgängen. Und ich glaube, das war hier auch der Fall, dass der Pkw-Fahrer abbiegen wollte, irgendwie die Straßenbahn übersehen hat und die Straßenbahn den Pkw voll an der Seite erwischt hat. Und eine Straßenbahn kann halt nicht ausweichen. Ne, selbst wenn es ja nur 30 und 30 km/h sind, wirken da ja schon die mehr als 60. Und also bei unserem einen Crashtester, zumindest von meinem alten Golf, glaube ich, der ist bei 64 davon, glaube ich, getestet worden gegen so eine massive Wand. Oder kann ich als Fahrer auch einpacken. Ich weiß nicht, wie das mit den aktuellen ist, aber das ist schon. Also, dass das natürlich exponentiell steigt, je nachdem, wie schnell man fährt, ist halt schon. Hättest du mal aufgepasst in Physik? In der Uni bist du, kannst du das berechnen. Ja, jetzt. Dann berechne du und du hast auch aufgepasst. Wir machen weiter. Alles Thema. Die kann maximal bremsen, aber mehr kann die auch. Okay, also technische Mechanik zerlege ich erstmal alle. Ne? Alle Kräfte. Im zentralen Kräftesystem. Ne? Genau, das ist es. Nicht machen. Das wäre auf jeden Fall ein Steckschuss geworden, Alter. Ach jo, stimmt, hat er noch. Richtig schwanger, ja, aber nur gestriffen hier. Boah, stimmt, da vorne. Boah, das Ding. Nur gestriffen, richtig schwanger. Ja, das war schon ein guter Einschlag, also. Wie schnell war die, hat die was gesagt? Ja, ist genau zwischen 2 Straßenbahnhaltestellen, ne? Wo ich denke auch, die wird wohl so an die 50 gehabt. Ich denke auch, zwischen 40 und 50 wird die gefahren sein. Das Ding ja eigentlich. Klar, zum Ankuppeln und sowas. Ja, aber das da rein, wenn das da reinbuddert, das ist richtig scheiße. Wenn das dann wäre schon ein bisschen was anderes. Dass da keine Kinder mehr noch hängen. Also hat man bei ganz vielen Einsatzstellen, dass man sich überlegt oder denkt, wäre das nur ein Stückchen mehr nach links, ein Stückchen mehr nach rechts? Haben wir auch so mit so auch VU und dann gegen so einen Baum und dann so einen Ast, der dabei Beifahrer richtig durch, aber saß halt kein Beifahrer drin, sondern so richtig Glück, wo ich halt gesagt habe, Bruder. Und auch mein allererster Einsatz war so ein VU, da ist ein älterer Herr gegen den Trecker gefahren, auf die Gegenspur und hinten die ganze Deichsel weggeballert, also so ein riesen Fendt und dann so ne, den Reifen im Graben, der irgendwie 1,10 Meter oder was so Durchmesser hat. Ja, den hat's dann auch, den haben wir reanimiert und dann rausgeholt und dann am RTW, weil ich dann gerade gefunkt habe, habe ich dann gehört, jo, hier, wo soll der Bestatter hinfahren? Da habe ich auch gedacht, okay, der Bruder hat es nicht geschafft, aber das ist natürlich richtig scheiße. Also da wirklich, hätte ein Stückchen mehr da weg oder sowas und wäre das vielleicht noch geschafft. Schöner erster Einsatz. Ja, das war der allererste Einsatz, ja genau. Ich glaube, Türöffner. Türöffner ist auch immer richtig doof. Aber da haben wir auch nichts gemacht, die Dorffeuerwehr war schon da, wir sollten eigentlich, wir sind nur gekommen, weil wir den Türöffner haben. Zifix, ne? Wir haben Zifix. So, also wir angekommen. War aber schon fertig alles. So, aber ja, war auch. Kannst du irgendwie auch Ende Gelände. Für mehr machen, gestern. Ja. Wohl. War auch schon X. Patient war X. Blau. Dann hätte der nicht überlebt. Also, das hat man ganz oft, dass man sagt, die Leute hatten ganz schön Glück. Das war schon auch eine geile Wache, ne? Die mit. Ja, die können da ja hinten reinfahren, Das ist schon cool. Jetzt kommt noch Musik, hä? Jetzt kommt die. Oh, Copyright, ja. Oh, oh. Ja, das sowieso. Ich hoffe mal, dass ihr da ARD gönnt. WDR.
Ja, hey, voll nice. Also wir haben schon wieder das 5-Minuten-Video auf fast eine Viertelstunde strecken können. Gut. Storytelling immer dabei. Ich kann sagen, ich hoffe, es interessiert euch dann wenigstens, was wir immer so dazu quatschen. Ich würde ansonsten sagen, wenn du nichts weiter hast, nee. Gott sei Dank, nächste Feuerwehr. Würde mich sehr freuen, wenn ihr zur Freiwilligen Feuerwehr gehen könnt, wenn ihr die Möglichkeit dazu habt. Und ansonsten wünsche ich euch noch einen ganz spannenden Tag und schreibt gerne in die Kommentare, wenn ihr mehr solche Videos sehen wollt und im Zweifel auch hier mit den lieben Kameraden einfach reinschreiben, mehr Videos mit den Kameraden und dann machen wir das. Tschüss. Oder auch nicht. Ja, oder auch nicht. Tschüss.